Es sieht aus wie eine profane Paddeltour, tatsächlich aber ist es eine Zeitreise. Studenten der Kieler Graduiertenschule Entwicklung menschlicher Gesellschaften in Landschaften unterwegs auf der Trave. Sie sehen hier am Ufer des Flusslaufes weit mehr als nur die besondere Magie von Himmel und Wolken, die Schleswig-Holsteins Landschaft prägt. Sie blicken Jahrtausende zurück bis in die letzte Eiszeit, noch bevor die Siedlungsgeschichte dieser Region begann. So eine Flusslandschaft ist ja auch eine Kulturlandschaft. Die Flüsse sind alle begradigt. Wir finden Auensedimente, die von menschlichem Ackerbau herrühren. Und wir finden viele Siedlungsplätze, die links und rechts hier liegen und die auch zeigen, wie wichtig die Flüsse in der Vorgeschichte dann für die Menschen gewesen sind. Als Verkehrsadern, als Grenzlinien. Was aber weiß man über die Menschen, die hier als Erste siedelten? Ihr Leben und Sterben scheint versunken im Dunkel der Jahrtausende, aus denen es keine schriftlichen Quellen gibt. Doch Tote erzählen Geschichten, sagt Rebecca Renneberg. Die Biologin erforscht die ADNA. Anhand dieser alten DNA lässt sich die Siedlungsgeschichte rekonstruieren. Wir können demografische Anhaltspunkte nachergeben, das heißt, wie viele Generationen haben zum Beispiel an einer Siedlung gelebt, wie lange hat die Siedlungsdauer angedauert, denn wenn wir zum Beispiel 10 Generationen haben, können das ja nicht einfach nur 5 Jahre gewesen sein. Etwas anderes, was wir herausfinden können, ist ungefähr das Geschlechterverhältnis. Das ist immer auch ganz interessant in der Rekonstruktion von Gesellschaften. Und noch eine andere Frage hoffen die Forscher zu beantworten. Die alte DNA gibt auch Auskunft darüber, an welchen Krankheiten die Menschen starben. Es waren zum Beispiel noch im Mittelalter überwiegend andere als heute, verstärkt Infektionskrankheiten wie Pest oder Typhus. Liegt das nur an fehlender Hygiene oder hat sich unser Erbgut im Laufe der Jahrtausende verändert? Wir wollen dann sozusagen eine Zeitreise machen und uns angucken, wie diese immungenetischen Marker, die mit Krankheiten assoziiert sind, sich verändert haben. Es kann natürlich gut sein, dass wir vor 5000 Jahren schon genauso waren wie heute, aber letztendlich sagen kann das im Moment noch niemand. Der Blick zurück in die Frühzeit der ersten Gesellschaften ist ein wichtiger Beitrag zur Erforschung des Wechselspiels zwischen Mensch und Landschaft. Die Kieler Exzellenzinitiative setzt dabei auf die Methoden ganz unterschiedlicher Disziplinen. Die Exzellenzinitiative braucht man dafür, weil es eigentlich bisher in Europa kaum eine Zusammenarbeit von unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen gibt, die die Frage von Umwelt und Landschaft und menschlicher Entwicklung gemeinsam entwickelt. Und dementsprechend ist das Konzept von unserer Graduiertenschule, sowohl Sozial- als auch Kulturwissenschaftler auf der einen Seite, als auch auf der anderen Seite Naturwissenschaftler einzubinden, die zu diesem Thema forschen. Die Ur- und Frühgeschichte sei ein wichtiges Brückenfach, betont Professor Müller, denn von den 4 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte fallen mehr als 99% in ihr Forschungsgebiet. Meine Annahme ist die, dass eigentlich der Umgang des Menschen mit seiner Umgebung sich im Grundsätzlichen nicht verändert hat, aber dass in unserer industriellen oder postindustriellen Gesellschaft bestimmte Schutzmechanismen gegenüber Ressourcen außer Acht gelassen werden, weil einfach eine entsprechende Ökonomisierung eingesetzt hat, die es früher in dieser Form nicht gegeben hat. Dabei hat der Mensch die Landschaft schon immer verändert. Hier, wo einst Erlenbruchwälder waren, besuchen die Studenten jetzt einen Gutshof. Ihre Forschungsprojekte blicken aber auch weit über diese Region hinaus, zum Beispiel in die weißen Marmorstädte der Antike. Natalia Thoma ist klassische Archäologin. Oft kann sie schon am Geruch erkennen, woher ein Marmorstück stammt. Manchmal aber stoßen die traditionellen Methoden der antiken Bauforschung an Grenzen. Dann helfen die Experten anderer Fachrichtungen, die in der Graduiertenschule eng zusammenarbeiten. So kann zum Beispiel die isotopische Zusammensetzung antiken Marmors ganz neue Hinweise auf seine Herkunft geben. Das ist das Tolle daran, dass es die Unterstützung gibt, die fachliche Unterstützung, um naturwissenschaftliche Analysen für kulturwissenschaftliche Fragestellungen zu benutzen. Schon sehr früh hat sich der Mensch mit seiner Umgebung auseinandergesetzt und seine Wahrnehmung in der Kunst verarbeitet. Landschaftsmalerei war nicht unbedingt ein Abbild der Realität, sondern zeigte auch idealisierte Traumwelten. Philipp Meurer untersucht Landschaftsbilder der Renaissance und des Barock. Die Entdeckungen und Umbrüche dieser Epoche veränderten auch die Malerei.
Man kann eigentlich sagen, dass ein Kontinuum, also ein zusammenhängendes Landschaftsbild, sich erst in dieser Zeit entwickelt. Also während wir vorher mehr so eine additive Stückelung von Landschaftselementen haben und Zusammenstellung zu einem Bild, ist es erst mit der Beginn der Renaissance so, dass man die Landschaft nicht mehr als bloße Kulissenansammlung wahrnimmt, sondern wirklich als Raum. Kulisse, Traumwelt, der Raum, in dem wir leben. Die Wahrnehmung der Landschaft hat sich im Laufe der Jahrtausende gewandelt. Dieses vielfältige Wechselspiel und seine Veränderungen genauer zu verstehen, ist das Ziel der Kieler Forscher. Und vielleicht lässt sich von frühen Kulturen lernen. Nur der Respekt vor der Natur kann unser eigenes Überleben sichern.